Es ist Donnerstag, der 3. Oktober 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute, am 3.10., ist Tag der Deutschen Einheit. Und im Zuge der deutschen Wiedervereinigung hat es auch eine groß angelegte Privatisierung ostdeutschen Staatseigentums gegeben über die Treuhandanstalt. Wir nehmen den 3.10. als Start mehrerer Sendungen von Macht und Menschenrechte, wo wir uns mit dem Thema Treuhandanstalt beschäftigen. Treuhandanstalten hat es ja nicht nur in Deutschland gegeben, gab es in zahlreichen Ländern, vor allem ehemaligen Ostblockländern, und gibt es auch heute in Griechenland. Heute werden wir uns beschäftigen mit der Treuhandanstalt in Deutschland und werden uns beschäftigen mit der Treuhandanstalt in Griechenland. In Anfang werde ich mit einem Interview zur Treuhandanstalt in Griechenland. Ich werde darf gleich begrüßen Herrn Todoros Paraskevopoulos von der griechischen Partei Syriza. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Todoros Paraskevopoulos. Guten Abend. Guten Abend, Herr Paraskevopoulos. Sie sind griechischer Parlamentsabgeordneter im griechischen... Nein, ich bin kein Abgeordneter, ich bin Berater der Parlamentsfraktion der Linken. Okay. Im griechischen Bundesparlament. Ja. Naja, es ist kein Bundesparlament, weil wir ja keine Bundesrepublik sind. Das ist einfach das Parlament. Okay. Aber ja. Es ist ungefähr, also wie in Deutschland der Bundestag ist. Also das ist die Funktion des griechischen Parlaments. Okay. Ja, von der Partei Syriza, ja. Also der großen linken Partei in Griechenland. Herr Paraskevopoulos, wir würden gerne mehr erfahren über die griechische Treuhandanstalt. Die kürzt sich, glaube ich, TAIPED ab. Ja. Welche Größenordnung hat das? Also die Treuhandanstalt, die griechische Treuhandanstalt, das gesamte sogenannte Privatvermögen des griechischen Staates übertragen. Privatvermögen in dem Sinn, als es veräußert werden kann. Es sind zum Beispiel, die Akropolis ist nicht der Treuhandanstalt übertragen worden, aber Beteiligung an Gesellschaften, Wasserwerke, Elektrizitätswerke, Land und die griechische Lotterie, die jetzt ja verkauft worden ist und so weiter. Also man schätzt den Gesamtwert des Vermögens, das an die Treuhandanstalt übertragen wurde, auf fast 200 Milliarden. Das ist schon eine ganz erhebliche Summe. Und Wasser und Elektrizität, das ist ja auch vieles dann darunter, was man ja nicht nur im Sozialismus, sondern auch einer sozialen Marktwirtschaft als Daseinsvorsorge ansehen würde. Eben, natürlich, selbstverständlich. So ist es auch. Nur, und es wird ja, die Tendenz in Europa ist ja diese Unternehmen, die soweit sie privat sind oder privatisiert sind, wieder in öffentliche Hand zu bekommen. Das ist in Paris geschehen, das soll in Berlin geschehen, das ist überall so, dass die Kommunen vor allen Dingen versuchen, diese Unternehmen, die der öffentlichen Versorgung dienen, wieder in die öffentliche Hand zu bringen. Weil es sich gezeigt hat, dass mit der Privatisierung sich erstens die Versorgung verschlechtert und zweitens die Preise ansteigen. Ich war neulich in Leipzig und da haben mir die Menschen in dieser erklärt, dass die Abfallentsorgung in Leipzig ist halb privatisiert. Und da haben mir die Menschen, die dort arbeiten, erklärt, dass der private Partner immer versucht, die Gebühren zu erhöhen.
und außerdem noch ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut hat. Und deswegen versucht die Leipziger Stadtverwaltung, das Unternehmen wieder ganz in die öffentliche Hand zu überführen. In Griechenland geschieht das Gegenteil. Die sollen verkauft werden. Nun haben wir einen Beschluss des Stadtrats von Saloniki, übrigens einstimmig, das heißt auch die Konservativen und Sozialisten haben dafür gestimmt, dass vor jeder Diskussion zur Veräußerung ein Referendum stattfinden muss. Das kann man auch auf lokaler Ebene festlegen. Ja, das kann man, natürlich. Nur das ist an Referenden in Griechenland sind nicht verbindlich. Es wird dann schwierig sein für eine Regierung gegen das Ergebnis eines Referendums vorzugehen. Aber ich will Ihnen ein Beispiel geben über die Praktik des Verkaufs öffentlichen Eigentums. Ich habe Ihnen gesagt, dass die öffentliche Lotterieanstalt verkauft worden ist, und zwar an ein Konsortium bestehend aus einer griechischen und einer tschechischen Gesellschaft. Der Preis war 650 Millionen Euro. Und normalerweise der Käufer bei einem Kauf solcher Größe versucht vorher zu erfahren, was der Käufer eigentlich für Qualitäten hat, ob er Geld hat, ob er sich auskennt in den Geschäften. Nun ist das aber so gewesen, dass die Aktien dieses Unternehmens einfach an dieses Konsortium übertragen wurden. Und dieses Konsortium kann jetzt das Geld nicht bezahlen. Danach hat das Konsortium einen Kredit aufgenommen in Höhe von 500 Millionen Euro. Und als Garantie hat es die Aktien der Lotteriegesellschaft hinterlegt. Stellen Sie sich mal so, so könnte ich auch die Deutsche Bahn kaufen. Also ich mache ein Abkommen mit dem Bund und dann gehe ich hin und sage und nehme einen Kredit über so und so viele Milliarden und sage, ja, ich gebe euch die Aktien zurück. Ich gebe euch die Aktien der Deutschen Bahn als Garantie. Da kann jeder alles kaufen. Da frage ich mich, ob dann die Aktien überhaupt den Wert haben, ob die dann nicht im Wert sinken, wenn man das so macht. Nun, die Kreditgeber, die wissen ganz genau, worum es geht. Und das Kreditabkommen dieses Konsortiums, das läuft über 3 Jahre. Das heißt, in 3 Jahren wird dieses Konsortium durch die gesamte Kaufsumme plus Zinsen erwirtschaftet haben. Da können Sie sich vorstellen, was das für ein Geschäft ist, in Griechenland jetzt öffentliches Eigentum zu kaufen, weil ja die Preise sinken. Wissen Sie, wie das funktioniert? Gibt es da eine Art Anbieterwettbewerb bei einer Ausschreibung? Es gibt eine Ausschreibung, es gibt einen Anbieterwettbewerb, aber normalerweise oder für gewöhnlich ist das ein abgekartetes Spiel, weil die Anbieter, die verständigen sich vorher und die sagen, ja, guck mal, du kaufst dies und ich kaufe jenes und unterbieten und überbieten sich je nach der Lage ihrer Verständigung. Also ich kaufe die Lotterie und du kaufst einen Teil der Wasserwerke. Nicht? Und so können sie die Preise drücken und ohne Konkurrenz das kaufen, was sie wollen. Jetzt ist der Hellenic Republic Asset Development Fund. Ja. Ist das die Treuhandanstalt oder das Teil ist davon? Genau. Das ist eine Treuhandanstalt. Unter dieser Abkürzung TAIPED habe ich nichts gefunden, habe ich keine eigene Webseite gefunden. Das ist identisch. Das ist identisch, absolut identisch. Was sind denn offiziell die Ziele der griechischen Treuhandanstalt? Die Ziele sind, also erstmal diese Anstalt, die steht ja, die ist ja eine Aktiengesellschaft, wobei der griechische Staat der Alleininhaber ist, aber in ihrem Vorstand sind auch Vertreter der Troika. Und sie bestimmen mit, was passiert. Ihre Politik ist
das gesamte sogenannte private Vermögen des griechischen Staates zu verkaufen, um mit dieser Summe die Anteil der griechischen öffentlichen Schuld abzutragen. Nun ist es so, ich habe Ihnen gesagt, dass das Vermögen, das dieser Anstalt übertragen wurde, auf etwa 200 Milliarden geschätzt wird. Allerdings sind die Ziele der Anstalt, ist das Ziel der Anstalt etwas unter 50 Milliarden Euro in ihre Kassen zu bringen. Und da können Sie verstehen, für welche niedrige Preise das öffentliche Unternehmen in Griechenland verkauft wird. Und diese auch Flughäfen, Häfen und all das, was zu einem halt funktionierenden Gemeinwesen gehört. Und diese um die 50 Milliarden schätzen Sie, dass sie einnehmen? Mhm. Aber das ist auch fraglich. Es ist nicht so, dass man ihr erstmal das gesamte, ja, in Anführungsstrichen private Vermögen des griechischen Staates überträgt und dann sagt, sie arbeitet so lange, bis sie 50 Milliarden beisammen hat, sondern sie geht davon aus, dass sie wirklich, wenn sie das ganze Vermögen veräußert, 50 Milliarden rausbekommt. Das ist auch auf das gesamte Vermögen bezogen. Nein, Sie haben keinen Plan. Sie haben keinen Plan, zumindest haben Sie keinen Plan veröffentlicht. Mhm. Sie versuchen, drauflos zu verkaufen. Und wie gesagt, die Preise sind sehr günstig, aber es ist trotzdem schwierig zu verkaufen, weil die internationalen Organisationen oder Unternehmen, die sich dafür interessieren könnten, sind ziemlich zurückhaltend, denn erstens erwarten sie, dass die Preise noch weiter sinken und zweitens sie nicht wissen, was die nächsten Wahlen bringen. Hm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen, ein Großunternehmen sich in ein Land einkauft mit dem Wissen, dass wahrscheinlich die nächste Regierung ihm feindlicher gegenüberstehen wird. Und die Linke, sofern die Wahlen gewinnt, wird natürlich ihnen feindlicher gegenüberstehen und versuchen, all diese Privatisierungen rückgängig zu machen. Und beziehungsweise. Deswegen wirft auch die Regierung der Opposition vor, dass sie ihre Bemühungen zur Sanierung der öffentlichen Finanzen untergräbt. Hm. Ist nicht vielleicht ein Teil auch gerechtfertigt von der Privatisierung und ein Teil sozial verträglich? Nein. Was denn? Warum sollten die Elektrizitätswerke privat sein oder die Häfen und Flughäfen? Aber zum Beispiel Lotterie oder vielleicht ein Teil der Grundstücke ist vielleicht die sozialen. Lotterie sehen Sie. Sie wissen ja, der Europäische Gerichtshof so etwas wie ein Hüter des Neoliberalismus ist. Ja. Trotzdem, es ist die Lotterie und die Glücksspiele, ist das der einzige Sektor, wo dieses Gericht entschieden hat, dass das staatliche Monopol gerechtfertigt ist, um die Menschen vor der Spielsucht zu bewahren. Der gleiche Europäische Gerichtshof, der in mehreren Urteilen Arbeitsvermittlung zum Beispiel geöffnet hat. Genau. Aber gerade und zwar der Prozess wurde. Also die Prozessteile waren die Kommission. Nein, es war ein privates Glücksspielunternehmen und die Bundesrepublik Deutschland. In dem einen Prozess und in dem anderen Prozess wieder ein privates Glücksspielunternehmen und die Republik Portugal. Und in beiden Fällen hat Deutschland und Portugal haben den Prozess gewonnen. Sind denn bei dem Verkauf der Grundstücke sind da soziale. Entschuldigung. Ja, bitte. Oh nein, fragen Sie bitte. Sind bei dem Verkauf der Grundstücke soziale Auswirkungen zu beobachten? Nein. Es werden hauptsächlich Grundstücke verkauft, die touristisch interessant sind. Nun ist es so, dass nach der griechischen Verfassung Küsten und Ufer staatlich sind, staatlich und öffentlich zugänglich sind. Also man darf
Ufer und Küsten nicht privatisieren. Trotzdem werden große Grundstücke, letztlich ein Grundstück auf Korfu, verkauft, die bisher jedem Menschen zugänglich waren, wo die Leute ihre Ferien machten oder einfach Ausflüge. Und die werden jetzt eingezäunt damit und entstehen dort touristische, oder es besteht die Absicht, dort Touristikunternehmen aufzubauen, die aber von der Umwelt, von ihrer lokalen Umwelt abgeschlossen sind. Also die Menschen in diesen Regionen haben davon überhaupt nichts. Weil ja, Sie wissen, dieses Prinzip, wo alles, wo die Touristen hingehen, mit so ein Bändchen am Handgelenk, sie essen und trinken innerhalb der Anlage, gehen in die Bar innerhalb der Anlage, kaufen ein innerhalb der Anlage und überhaupt keinen Kontakt zur lokalen Umwelt haben. Das ist ein Tourismus, der nur den großen Touristikunternehmen nützt. Und außerdem, es werden sogar Grundstücke verkauft, oder es wird versucht, Grundstücke zu verkaufen, die unter Naturschutz stehen oder in denen Altertümer sind. Und das ist, Sie verstehen, dass für ein Touristikunternehmen sehr lukrativ ist, ein Landstrich zu kaufen, in dem es so ein antiker Tempel, in dem auch ein antiker Tempel steht. Oder Gebäude aus dem Mittelalter. Die durften ja bis vor kurzem nicht verkauft werden. Das war ein öffentliches Eigentum, das waren Monumente. Aber jetzt werden sie so in einer besonderen, mit einer besonderen Beschreibung, sie werden gar nicht in der Ausschreibung erwähnt, aber die Käufer, die wissen ja, so dass man das und sie werden fast unter der Hand verkauft. Und naja, man, obwohl es nach der griechischen Verfassung untersagt ist, Küsten, Landstriche zu verkaufen, da würde ich mir vorstellen, dass man... Die Küste. Also das Land hinter der Küste, das darf verkauft werden, aber die Küste in einem Abstand von 30 Metern, also wie es vom Meer, die darf nicht verkauft werden. Die muss öffentlich bleiben. Auch nicht, dass man vielleicht eine Nutzungslast einträgt, das kauft einer und man trägt ins Grundbuch ein, aber das muss der Öffentlichkeit freigehalten werden. Das geschieht schon, nur dass die versuchen dann das abzuriegeln und sind ständig im Streit mit den Menschen, die dorthin gehen. Und hören Sie mal, sagen Sie mal, würden Sie denn hingehen, wenn Sie ein Schild sehen, Eintritt verboten? Nein, ich glaube nicht. Ja, aber mein verfassungsmäßiges Recht. Ich glaube, das würde ich nicht machen, wenn ich die einfach gesetzliche Lage müsste ich erst im Gesetzbuch nachschauen. Sie haben recht. Ja, eben, genau. Ich habe das mal gemacht. Aber ich habe es gemacht, weil ich bereit war, weil ich also die Gesetzeslage kannte und weil ich bereit war, mich mit diesem Unternehmen da anzulegen. Aber das werden die meisten Menschen, die einfach zum Schwimmen gehen wollen, nicht auf sich nehmen. Wie sieht denn die parlamentarische Kontrolle der griechischen Steueranstalt aus? Die kann nicht kontrolliert werden. Also wir haben die Linke hat in mehreren Anfragen versucht, Einblick in ihre Geschäfte zu bekommen. Aber die haben uns gesagt, das sei Geschäftsgeheimnis und das können sie nicht. Das können Sie uns nicht sagen. Nicht zeigen. Das hört sich an, als ob da die Rechtsform als Aktiengesellschaft eine Rolle spielt, verheimlichen zu können. Genau. Hätte man es als Behörde gemacht, hätten die Parlamentarier wahrscheinlich mehr Einblick. Eben, genau. Genau, weil ja Behörden öffentlich sind. Der öffentliche, und da kann jeder, hat jeder, vor allen Dingen Parlamentarier, Einblick. Aber das funktioniert ja wie eine Privatgesellschaft
und schützt sich selbst, wie auch die Käufer oder die kaufen wollen. Weil man muss ja auch über sie Bescheid wissen. Wenn jemand kommt und einen Landstrich kauft, dann muss man doch wissen, was das ist, was für ein Unternehmen oder was für Menschen sind, das sind, die so einen Kauf machen wollen. Aber das wird verheimlicht. Ein besonderer Fall, ziemlich skandalös, ist der Verkauf eines großen Landstriches auf Kreta. Der Landstrich gehört zwar nicht dem Staat, sondern der Kirche. Das ist und dort soll eine Golfanlage gebaut werden. Nun hat dieser Landstrich kein Wasser. Und Golf braucht ja, Golfanlagen sind Grünanlagen. Nun wollen sie Wasser dahin bringen, sie wollen die Landschaft völlig verändern und Wasser aus Quellen von Nachbarorten dahin bringen. Das heißt, es wird nach einigen Jahren dort Wasserknappheit herrschen. Solche Sachen werden da gemacht, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind, nach meiner Ansicht. In Venezuela wird teilweise, wo Golfplätze waren, wieder Ackerbau betrieben. Hier scheint es entgegengesetzt zu laufen. Ja. Gibt es eine offizielle Position Ihrer Partei zu der griechischen Treuhandanstalt? Wir sagen, dass diese Anstalt zu einer Behörde umgewandelt werden muss, dass der Verkauf natürlich gestoppt werden muss, aber wir brauchen schon ein Amt, das das öffentliche Vermögen verwaltet, das ist richtig, aber kein Amt, dass das öffentliche Vermögen verkauft. Und wir wollen ein Amt, das öffentlich ist und öffentlich kontrolliert wird und natürlich dem Parlament untersteht. Und was würde dann aus den Vorstandsmitgliedern von Seiten der Troika? Nach unserem Programm werden die Beziehungen zur Troika unterbrochen. Die Troika, die hat nach unserer Ansicht hier nicht zu suchen. Die Gespräche und Verhandlungen und Abkommen, die wir natürlich mit unseren europäischen Partnern schließen müssen, die können wir auf politischer Ebene schließen. Und wir brauchen nicht die Angestellten der EZB und der Europäischen Kommission und des Internationalen Währungsfonds dazu. Wir können direkt mit unseren Partnern und auch mit ihren Kreditgebern verhandeln. Wir brauchen ihre Angestellten hier nicht. Vor allen Dingen brauchen wir keine Kommission, also das, und das ist die Troika, die dem griechischen Staat vorschreibt, was er macht. Das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen das Abkommen kündigen, bedeutet das genau das, dass der griechische Staat seine Souveränität wiedererlangt. Bedeutet nicht, dass wir nicht über die Kredite und die öffentliche Schuld reden wollen. Natürlich müssen wir ja. Aber es bedeutet, dass die politischen Entscheidungen in Griechenland von der griechischen Republik gefasst werden und nicht von irgendjemandem. Was mich auch interessieren würde, wissen Sie, wie es zu der Entstehung dieser Treuhandanstalt gekommen ist? War das eine Kreditauflage von der Troika? Ja, das war eine Kreditauflage von der Troika und die wurde genau nach dem Muster der deutschen Treuhandanstalt aufgebaut. Dazu gehört, dass die Vorstandsmitglieder von Strafverfolgungen freigestellt sind. Auch in Griechenland? Ja. Jetzt ist es ja auch so, zum Beispiel im öffentlichen Dienst bei Beamten, dass die etwas besser geschützt sind, zumindest die Sicherheit des Arbeitsplatzes, als in der Privatwirtschaft. Aber ja, die sind nicht völlig von Strafverfolgung und Haftung freigestellt. Das ist keine Behörde.
Das ist eine Aktiengesellschaft. Und die im Auftrag des griechischen Staates und Volkes handelt. Und die Vorstandsmitglieder dieser Aktiengesellschaft sind von jeder Strafverfolgung, die mit ihren Aufgaben zusammenhängt, befreit. Das heißt eher wie beim IWF, als wie man es im öffentlichen Dienst kennt. Ja, genau. 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 Das. Ja, ich. Und es war auch sehr interessant, es gab neulich eine Diskussion im Parlament, wurde nach den Bezügen des Vorstandsvorsitzenden gefragt und wir bekamen keine Antwort. Wir sagten, das seien Angaben zu Personen, die geschützt werden müssen, die sind nicht öffentlich. Selbst der Chef von EFSF und ESM, Herr Regling, gibt an, wie viel er verdient. Ja, eben. Eben. Und wir haben auch gehört, dass er keine Sozialabgaben zahlt. Obwohl es eine waren die auch nicht bereit, Auskunft zu geben darüber. Obwohl es eine Aktiengesellschaft ist und nicht eine internationale Organisation, diese Treuhandanstalt. Das ist ja reichlich ungewöhnlich. Ja, ja, naja. Das ist, was wir eine Schuldenkolonie nennen. Dass Griechenland einen so großen Teil seiner Souveränität verloren hat, dass es eine Schuldenkolonie geworden ist. Ich denke, dass... Eine Kolonie in seiner Geldgeber. Das hat schon viele Länder auf der Welt getroffen, aber noch kein Land der Eurozone so schwer wie Griechenland. Eben, eben. Naja, sagen Sie das nicht, Portugal auch. Da bin ich vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Läuft das genauso. Es ist nicht anders. Und auch wenn das nicht offiziell ist, genauso läuft es in Spanien. Auch wenn das nicht offiziell, wenn das nicht aufgrund von Abkommen geschieht. Aber es läuft genauso. Ja, und Sie haben gesehen, wie das jetzt mit Italien passiert ist, wo von Seiten der EU und vor allen Dingen von deutscher Seite Druck ausgeübt wurde, damit die Regierung Letta nicht gestürzt wird. Das ist mir neu, das wusste ich nicht. Also Sie wissen ja über die Regierungskrise in Italien. Das dachte ich wäre durch Herrn Berlusconi. Ja, genau. Und es wurde, also die Berlusconi-Partei hat sich fast gespalten. Und diese Spaltung, die ist auf dem Druck von vor allen Dingen aus Berlin geschehen. Es ist ja egal, wie man zu Berlusconi steht. Und Sie können sich vorstellen, wie ich zu Berlusconi und seiner Partei stehe. Aber Tatsache ist, dass eine Partei der italienischen Republik auf Druck aus Berlin fast gespalten wurde, damit sie nicht gegen die Regierung stimmt. In welcher Sache? Als es zum Sparpakete geht? Nein, die Regierung hat einen Vertrauensantrag gestellt im Parlament und Berlusconi hat anfangs gesagt, er würde der Regierung das Vertrauen entziehen. Nun wurde sehr großer Druck ausgeübt. Die Partei von Berlusconi hat sich fast gespalten. Und dann Berlusconi, so wie der ist, hat einen Schwenk gemacht und sagte, ja, okay, dann stimmen wir, dann sprechen wir der Regierung unser Vertrauen aus. Also, wie gesagt, das hat mit meiner Meinung über Berlusconi nicht und seiner Politik nichts zu tun. Ich sage nur, wie die Beziehungen innerhalb der Europäischen Union sind. Ja. Ich würde gerne... Sobald ein Land in Kreditabhängigkeit gerät, es auch seine Souveränität verliert. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist eine Menge an dem Respekt gegenüber der Souveränität des Landes weg. Eben. Ich will ein einfaches Beispiel geben, jetzt in Griechenland.
wird mit der Troika diskutiert, ob die Geschäfte am Sonntag offen sind, geöffnet sind. Die Troika will das. Was hat das mit der griechischen Schuld zu tun und was hat das mit der Kreditausgabe zu tun? Gar nichts. Sie wollen bestimmen, wie Griechenland funktioniert, wie die Länder, die in Abhängigkeit geraten sind, funktionieren und sie wollen ihre Souveränität brechen. Die Debatte hatten wir in Deutschland auch und ja, sowohl die Debatte, Kirchen... Die war eine Debatte zwischen deutschen Politikern und den deutschen gesellschaftlichen Organisationen. Das war keine Debatte zwischen Deutschland und irgendwelchen Angestellten der Europäischen Kommission. Also es wurde nicht ging nicht ein Angestellter der Europäischen Kommission zu Frau Merkel und sagte, hören Sie mal zu, Frau Kanzlerin, so und so müssen Sie das machen. Ja. Natürlich hat das Recht, die deutsche Regierung, wenn die CDU oder die CDU-CSU regiert, hat sie das Recht, die Politik so zu gestalten, wie sie will. Okay. Aber das, und ich kann opponieren, oder Sie können opponieren, aber das geschieht hier nicht. Hier hat die griechische Regierung dieses Recht abgegeben. Das hat sie freiwillig gemacht, aber trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass es hier zur Privatisierung erheblichen Druck vom IWF gibt, weil der IWF hat zumindest in öffentlichen Stellungnahmen gesagt, dass die Sozialkürzungen in Griechenland zu hart seien. Mag manches davon PR sein, vor allem der IWF hat schon Anfang 2012 gewarnt und die schlimmsten Kürzungen durch die Auflagen im Zusammenhang mit der Umschuldung hat der IWF mitgetragen. Er hat immer wieder gesagt, nein, man müsse mehr mit den Strukturreformen vorangehen und weniger Sozialkürzungen. Das heißt doch Privatisierung. Das heißt Privatisierung, ja. Ja. Also die Privatisierungen, der IWF, der übt ziemlichen Druck für Privatisierungen aus. Aber nicht nur die IWF, auch die Europäische Kommission, auch die Europäische Zentralbank. Und das ist ja, wissen Sie, das ist sehr, sehr merkwürdig, wenn Europa Druck auf Griechenland ausübt, keine öffentlichen Banken zu haben, wenn das größte Land der EU einen öffentlichen Banken, ich meine Deutschland, einen öffentlichen Bankensektor hat, der fast die Hälfte aller Bankgeschäfte umschließt. Und darauf gründet sich auch nach meiner Ansicht ein großer Teil der wirtschaftlichen Stabilität in Deutschland. Auf dem öffentlichen Bankensektor. Ich meine vor allen Dingen das Sparkassennetz. Der IWF hat mehrfach Druck gemacht zur Privatisierung des Sparkassennetzes. Nur Deutschland hat keinen Kredit beim IWF. Da hat Deutschland nur die Artikel 4-Konsultation, wo der IWF Deutschland Ratschläge gibt, ohne sie erzwingen zu können. Und da hat der IWF zumindest im Jahr 2006, habe ich es gefunden, sich stark darauf konzentriert, dass er die Sparkassen privatisiert haben wollte. Nee. Nur er konnte es nicht erzwingen, das ist der Unterschied. Aber die Deutschen, die wissen ja, was sie an ihren öffentlichen Sparkassen haben. Und deswegen wird wohl keine Partei, rechts, links oder Mitte in Deutschland, diesem Vorschlag zustimmen. Ist bisher zumindest nicht passiert. Man hat einige Schritte in die Richtung gemacht, aber ist den großen Schritt nicht gegangen. Aber, und das ist der Grund, nach meiner Ansicht, aus dem Deutschland der Europäischen Bankenunion widersteht. Oder sehr zögernd daran geht, weil die deutsche Regierung nicht will, dass die deutschen öffentlichen Banken unter europäischer Kontrolle geraten. Diese Bankenunion, ich denke, es gibt auch einen Grund, dass Deutschland selber eine Riesenbankenrettungsinstitution, die Sofin geschaffen hat. Ja. Dann gibt Deutschland sehr viel Geld aus für die Finanzstabilität der
Gläubige anderer Staaten. Also diese ganze Euro-Rettung ist eine Metapher für die Finanzstabilität des Finanzsektors. Das sieht man in dem Gipfel vom 24. und 25.03.2011, wie Finanzstabilität definiert ist. Und da steht in Erwägungsgründen dieser kleinen Vertragsänderung, Artikel 106 Absatz 3 AOV, dass es da um die Finanzstabilität geht. Und deren Definition ist dann dort, ja, und jetzt soll Deutschland auch noch Geld für die Bankenunion geben, für die Sanierung von Banken international. Und nein, das soll die Banken, also das Geld soll von den Banken kommen, nicht von den Staaten. Also das Geld, das Geld selbst soll von den Banken kommen. Und da sträuben sich auch die Sparkassen, die deutschen Sparkassen, die sagen, wieso, wir sind gesund, wir haben keinen Grund, unser gutes Geld den Spekulanten zur Verfügung zu stellen. Und die haben recht. Das ist richtig. Vielleicht liegt mir ein veralteter Entwurf vor, Artikel 90 und folgende des Verordnungsentwurfs mit der Bankenunion, wo es um die Sanierung der Banken geht, da sollen auch Steuermittel mit verwandt werden, aber erst die Anteilseigner und die Gläubiger der Banken auch mit zur Kasse gebeten werden. Möglicherweise liegt mir ein veralteter Entwurf vor, ich muss das überprüfen. Aber vielleicht wird das ja, es gibt ja Druck, es gibt ja Vorschläge und es wird einiger Druck ausgeübt, dass auch die Anleger, die Sparer, die daran beteiligt werden, dass sie einen Teil, wie es auf Zypern geschehen ist, dass die einen Teil ihres Geldes verlieren. Also denn aber das sind von der Treuhandanstalt abgekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das, was hier passiert, ich glaube nicht, dass die erfolgreich sein werden in ihrem Bestreben. Und sie werden nicht erfolgreich sein, weil halt die Anleger, die vielleicht griechisches Eigentum kaufen würden, wie gesagt, zögern und erstmal darauf warten, dass die Preise sinken. Sie üben Druck aus, dass die Preise sinken. Und zweitens die politische Entwicklung Griechenlands fürchten. Der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Josef Stiglitz, ist heute ziemlich kritisch dem IWF gegenüber eingestellt. Und er hat die These aufgestellt, dass der IWF zumindest manchmal oder vielleicht auch regelmäßig den Staaten so harte Auflagen macht, dass er damit regelrecht von irgendwo zwischen Generalstreik und Unruhen provoziert, auf jeden Fall Dinge, die Anleger abschrecken können, in der Absicht, dass dann die Anleger, die trotzdem investieren, das Staatseigentum günstiger bekommen. Genau. Und ich denke, man müsste eine ganze Menge Länder sich anschauen, um zu sehen, ob das so ist. Ob sie es in der Absicht machen. Und vor allen Dingen wird versucht, den Preis für Grund und Boden zu senken. International. Weil es gibt ja, also das Geld, das Kapital wird zunehmend in Land investiert. Entweder zur Produktion von Lebensmitteln oder für den Tourismus. Es ist eine Wendung des internationalen Kapitals zum Grundeigentum zu beobachten. Und das kann nur gewinnbringend geschehen, wenn die Grundpreise sinken. Und deswegen wird ein großer Druck auch auf Griechenland ausgeübt, dass die Grundpreise sinken. Beispielsweise durch die Besteuerung von Landbesitz, auch die Besteuerung von kleinen Eigentümern. Nicht, das ist nicht so, ich finde das völlig richtig, dass Großgrundbesitz besteuert wird. Aber es geht nicht darum, es geht um die Besteuerung von kleinen Eigentümern, damit insgesamt
Der Landpreis sinkt, der Preis von Grund und Boden sinkt und große Anleger sich günstig einkaufen können. Und, und das betrifft auch den griechischen Staatsbesitz. Ich verstehe es. Wenn Anleger dann mehr Grundsteuer zahlen müssen, dann sind sie bereit, weniger beim Kauf zu investieren, genau. Oder sie müssen mehr Mieten rausholen. Genau. Aber dann sinkt der Grundpreis insgesamt. Und dann, die Großanleger können dann günstiger einkaufen und dann müssen sie natürlich versuchen, wegen der Steuern größere Erträge zu erwirtschaften. Klar. Aber erstmal haben sie sich günstig eingekauft. Und dann können sie auch Druck auf die Staaten ausüben, auf Griechenland in diesem Fall ausüben, damit danach die Grundsteuern sinken. Die Taz hat in dem Artikel Brüssel regiert in Athen mit berichtet, dass es beim ESM die Überlegung gegeben haben soll, die Privatisierung für Griechenland auszulagern, eine externe Holding in Luxemburg. Haben Sie davon in griechischen Nachrichten oder im Parlament etwas mitbekommen? Ja. War das konkret? Es gab eine Diskussion drüber. Das wird sehr schwierig für den griechischen Staat sein. Es wird sehr schwierig für die griechische Regierung sein, dem zuzustimmen, weil natürlich weil es natürlich große Widerstände dagegen geben wird. Aber die Diskussion, die ist im Gange. Das heißt, das war nicht nur eine Überlegung, die schnell verworfen wurde, als es rauskam, sondern die wird tatsächlich verfolgt, dass sie versuchen, das durchzusetzen. Klar. Also die griechische Regierung hat das dementiert, aber die Diskussion, die läuft. Das in Luxemburg ist ja interessant, da wo der Sitz von EFSF und ESM ist. Ja, genau. Und Sie wissen, wie das geschieht in der Europäischen Union. Da wird eine Idee auf den Tisch geworfen, die wird dann abgelehnt, aber es wird immer wieder in kleinen Schritten versucht, sie zu verwirklichen. Obwohl sie anfangs abgelehnt wird. Und ich glaube, das wird auch in diesem Fall geschehen. Nur das wird sehr schwierig. Ich denke, es ist ja auch ein Zeichen der Demokratie, dass neue nach einer Wahl auch neue Regierungsparteien auch die Möglichkeit haben müssen, Dinge auch grundlegend wieder zu ändern. Und wenn das dann in Luxemburg ist, wäre es umso schwieriger, Natürlich. zurückzuholen. Natürlich. Nur es ist ja so, dass verkaufter Besitz dann zurückgekauft werden muss. Und das wird schwierig, weil das teuer ist. Aber, wissen Sie, Unternehmer sind bereit, billiger zu verkaufen, wenn sie wissen, dass der Staat ihnen nicht freundlich gegenübersteht. Wenn meinetwegen ein internationales Unternehmen die Wasserwerke von Athen und Saloniki kauft und weiß danach, dass die Regierung ihm feindlich gegenübersteht, dann wird das eher bereit sein, seine Anteile zu verkaufen. Mhm. Man kann aber auch öffentliche Konkurrenzunternehmen aufbauen. Oder Auflagen beschließen, die denen das Leben schwer machen. Das wäre unter Umständen günstiger, als zurückzukaufen. Ja, natürlich. Natürlich. Allerdings ist von dieser Treuhandanstalt sind die Banken ausgenommen. Der Besitz des Bankenbesitz des Staates, der ja in Griechenland sehr groß ist, aufgrund der Rekapitalisierung. Die griechischen Banken, die haben eine Kapitalspritze, die ungefähr das Zehnfache ihres Börsenwertes betrifft. Und diese Kapitalspritze wurde durch einen Kredit gegeben, den der griechische Staat
bei der Troika, also bei, den, bei, dein, bei, diesen, bei seinem Kreditgeber, das ist halt die Europäische Union und der IWF, aufgenommen. Und dadurch sind praktisch die, alle griechischen Banken in staatliches Eigentum. Nur, sie werden privat geführt, also die alten Führungen bleiben und dieser staatliche Besitz, der wurde nicht der Treuhandanstalt unterstellt, sondern einem besonderen, einer besonderen Institution, die versucht, die Banken jetzt zu verkaufen und einen Teil dieses Geldes zurückzubekommen. Der IWF schätzt, dass von den 50 Milliarden, die letztlich für die Rekapitalisierung der Banken ausgegeben wurden, dass, und dazu kommen noch 25 Milliarden, die vorher zur Bankenrettung ausgegeben wurden, also insgesamt 75 Milliarden, dass von dieser Summe höchstens ein Viertel zurückzubekommen ist. Also auch wenn die Banken verkauft werden, dann kann der, dann wird höchstens ein Viertel dieser Summe dabei herauskommen. Und das ist der andere Skandal der Rekapitalisierung der Banken und der Privatisierung von öffentlichem Vermögen, weil die Banken sind ja jetzt öffentliches Vermögen. Um eine Vorstellung. Ein Kredit von 75 Milliarden Euro verschuldet sich. Ja. Und verkauft diesen, diesen Teil seines Vermögens, den er durch die 75 Milliarden erhalten hat, für unter 15 Milliarden. Das ist die, das ist was, was passieren wird. Jetzt haben wir einige Zahlen gehört, also einmal die 200 Milliarden, der Wert des Aber das ist eine Schätzung. Das ist eine Schätzung, ja, die auf Preise beruht, die vor der Krise galten. Das heißt, wenn man sich genug Zeit nimmt beim Verkauf, bis solche Preise wieder erzielbar sind und nicht alles schnell verkauft. Ja, und vor allen Dingen, warum soll man das denn verkaufen? Es gibt keinen Grund. Warum soll man einen Hafen verkaufen? Warum soll man die Eisenbahn verkaufen? Natürlich kann ein Abkommen zwischen der den griechischen Eisenbahnen und den französischen Eisenbahnen geschlossen werden, ein Kooperationsabkommen. Klar, selbstverständlich. Aber warum sollen die die Eisenbahngesellschaft als solche verkauft werden? Natürlich kann man mit chinesischen Hafengesellschaften ein Abkommen über den Hafen, die Nutzung von, des Hafens von Piräus schließen. Selbstverständlich. Aber warum soll der Hafen selbst verkauft werden? Wissen Sie, wie die Verkaufserlöse verwendet werden? Gehen die direkt auf dieses Sperrkonto? Für die Tilgung der Schulden. Also praktisch 100%, nicht in den laufenden Staatshaushalt. 100%. Um eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen, wie groß ist denn vielleicht der griechische Staatshaushalt im Vergleich zu diesen 200 Milliarden oder den 75 Milliarden, die man für Banken ausgegeben hat? Naja, das kann man nicht, also das ist kein guter Vergleich, das kann ich Ihnen sagen, aber das ist kein guter Vergleich, weil der Haushalt, das ist eine Strömungsgröße, das ist eine Größe, die sich durch Einnahmen speist, wenn das andere eine Bestandsgröße ist. Aber der griechische Staatshaushalt hat eine Höhe von 53 Milliarden Euro. Das, im Vergleich dazu ist ja das, was man für Banken ausgegeben hat und was, wenn man da privatisieren will, ist ja um Vielfaches davon. Ja. Ja. Selbstverständlich. Aber das kann man, wissen Sie, Griechenland hat in den letzten Jahren einen Kredit in Höhe von über 200 Milliarden Euro aufgenommen. Davon sind gerade 14 Milliarden für Ausgaben des griechischen Staates verwendet worden. Alles andere war zur Schuldenbedienung.
Also das, man verschuldet sich, um Schulden zurückzuzahlen. Und sind die Schulden dabei insgesamt gesunken oder gestiegen? Nein, sind gestiegen. Durch Zinseszins? Durch Zinseszins und dadurch, dass die Wirtschaftsleistung ständig sinkt. Dadurch sinken auch die Staatseinnahmen und der griechische Staat verschuldet sich immer mehr. Wenn man, sehen Sie, es ist richtig, dass man Schulden abbauen muss. Und um Schulden abzubauen, braucht man Haushaltsüberschüsse. Anders geht es nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Nur, Haushaltsüberschüsse kann man bekommen, wenn die Wirtschaftsleistung steigt oder wenn die Staatsausgaben gemindert werden. Bei einer Minderung der Staatsausgaben in einer Krise wird die Krise verschärft und dann werden die Staatseinnahmen immer mehr gemindert, sodass der Staat sich immer mehr verschulden muss. Während wenn man das Geld am Anfang dazu benutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, dann steigen auch die Staatseinnahmen, entstehen Überschüsse und die Schulden können abgebaut werden. Das sind die zwei verschiedenen Methoden zum Schuldenabbau, wobei die in der Europäischen Union die erste, die Minderung der Staatsausgaben, benutzt wird. Eine höchst ungesunde Methode. Das ist eben keine solide Finanzpolitik. Und das ist keine solide Finanzpolitik auch von den Kreditländern. Weil Deutschland hat beispielsweise selbst, also der deutsche Haushalt, der deutsche Steuerzahler, bisher keinen Cent für die Kreditierung Griechenlands gezahlt. Aber wenn diese Politik weiter verfolgt wird, ist abzusehen, dass Griechenland seine Schulden nicht mehr wird bedienen können und der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Und das ist eine unsolide Finanzpolitik der Bundesregierung, ihren Bürgern gegenüber. Sie verwendet das Geld, das sie einnimmt, nicht solide. Ich denke, Banken rechnen vor allem in Zahlungsströmen. Die gucken, wie viel geben sie raus und ob sie das als Zins oder Tilgung zurückbekommen. Ist da zweitrangig, also aus Sicht von Banken. Und ich denke, die Rechnung wird viel zu wenig aufgemacht. Wer hat denn hier den Vorteil da durch die ganzen Hilfskredite? Den Vorteil durch diese Hilfskredite haben die Banken. Klar. Aber ich meine was anderes. Ich meine, dass die Bundesregierung für den deutschen Anteil an der Kreditierung Griechenlands garantiert. Also die Kredite, die werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau gegeben, nicht vom deutschen Staat. Die Bundesregierung garantiert, hat der deutschen Kreditanstalt eine Garantie gegeben, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Wenn der griechische Staat zahlungsunfähig wird, und bei dieser Politik wird der griechische Staat zahlungsunfähig, dann müssen diese Kredite von der deutschen Regierung getragen werden, das heißt vom Steuerzahler. Deswegen meine ich, das ist eine unsolide Finanzpolitik. Das sehe ich auch so. Und ja, vor allem, es ist ja nicht nur in Griechenland die Treuhandanstalt. In Deutschland haben wir ja auch schon ein Gesetz in Kraft, was Deutschland gar keinen souveränen Staatsbankrott mehr erlaubt, ein Begleitgesetz zum ESM. Und dann geht bei uns der große Ausverkauf los. Ja, klar. Wir haben es in Deutschland, diese kollektiven Aktionsklauseln, da ist das drin, Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag, diese Zusatzbedingungen, die man zu den Staatsschulden die ab 2013 aufgenommen werden, machen muss. Ja, aber nur, wissen Sie, diese Verträge, die haben eine Grenze. Und die Grenze ist die Realität. Man kann jeden Vertrag aufschreiben und unterschreiben. Und er kann so klug verfasst sein und alle möglichen
Entwicklungen voraussehen. Aber die Realität, die ist unerbittlich. Und es gibt ja auch noch Verfassung. Ja, trotzdem, auch die Verfassung kann vor der Realität nichts tun. Wenn der Staat pleite geht, dann ist er pleite. Auch wenn die Verträge etwas anderes vorschreiben. Und vor allen Dingen, weil im internationalen Recht die Staatssouveränität den Kern bildet, wenn ein Staat, beispielsweise Griechenland, sagt, ich verkaufe nichts, dann kann man nichts machen. Da kann man nur Krieg machen. Und ich glaube nicht, dass jemand daran denkt, in Griechenland einzumarschieren. Es gibt einen Entwurf zum Solidaritätsklausel, wo man auch zur Sicherung von Eigentum Militär im Innern einsetzen können will. Ja, aber da müsste auch der griechische Vertreter sich enthalten und damit einverstanden sein. Sonst passiert das auch damit nicht. Das letzte Mal, als deutsche Soldaten hier waren, ist nicht gut ausgegangen. Solange die griechische Regierung nicht einverstanden wäre, könnten EU-Truppen auch da über die Solidaritätsklausel, Artikel 222 EU-Vertrag nicht. Und das ist auch noch nicht beschlossen, soweit ich weiß. Doch. Also ich meine dieses... Lissabonner Vertrag. Ich meine, dass man Militär im Innern einsetzen kann zum Schutz von Eigentum. Das ist, glaube ich, noch ein Entwurf. Im Innern zum Schutz von Eigentum nicht. Aber zum Schutz der Staatsstabilität, das kann man. Es gibt eine Abwendung von besonderen Gefahren, das kann man nach dem Lissabonner Vertrag. Allerdings muss der Staat, der betroffene Staat, zustimmen. Ja, und das hat man einen Entwurf gemacht für Ausführungsbestimmungen, dass man das auch zum Schutz von Eigentum machen kann, und das könnte sich gegen Griechenland wenden, aber selbst da muss der Betroffene zwar zustimmen, und solange die griechische Regierung wachsam ist, selbst wenn das beschlossen würde, würde das nicht passieren. Ja, solange sie nicht paktiert. Ja, das wird nicht passieren, wenn die griechische Regierung sich nicht willig zeigt. Bisher hat sich diese Regierung willig gezeigt. Beispielsweise der griechische Vertreter im Ministerrat hat sich gegen den Vorschlag des Europäischen Parlaments ausgesprochen, die öffentliche Finanzenklausel zu streichen. Das heißt, diese Klausel besagt, dass wenn ein Mitgliedstaat seine öffentlichen Finanzen nicht in Ordnung bringt, nach den Vorschlägen der Kommission, EU-Gelder ihm vorenthalten werden können. Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, dass diese Klausel gestrichen wird. Nun hat sich der griechische Minister für europäische Angelegenheiten gegen diesen EU-Parlamentsbeschluss gewandt. Also Sie können sehen, dass die griechische Regierung gar nicht unbeteiligt ist an diesen Schwangereien. Im Gegenteil. Es gibt sogar zwei EU-Verordnungen, mit denen man das machen will. Wissen Sie das Aktenzeichen zufällig? Nein, ich habe das nicht. Wenn ich wüsste, dass wir darüber reden, hätte ich das vor mir, aber ich habe das nicht. 2012 385 COD, und ich müsste das raussuchen. Es gibt auf jeden Fall zwei, mit denen man das versucht, sowohl für Auflagen EFSF ist nicht dabei, aber ESM, als auch für Auflagen der Wirtschaftsregierung über Stabilitäts- und Wachstumspakt und so weiter. So. Wie hat sich denn hat denn die Auflagen zur Sozialkürzung, hat man da in irgendeiner Weise hat es da eine Lockerung gegeben? Nein. Wenn man jetzt mehr auf Privatisierung setzt. Im Gegenteil, im nächsten Jahr wird es weitere Kürzungen geben, weil festgestellt worden ist, das wusste jeder Mensch, aber nun ist es auch offiziell festgestellt, dass die Pensionskassen, also dass die
Sozialversicherung eine große Finanzierungslücke aufweist. Und es wird höchstwahrscheinlich Rentenkürzungen geben. Das ist ja interessant. Im Rahmen der Umschuldung, die Auflagen von EFSF, die haben ja beinhaltet, dass man Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung senken wollte, unter anderem. Ja. Und dann wundert man sich, und im Kündigungsschutz hat man gelockert, dass weniger Leute einzahlen. Ja. Hat vielleicht der Wirtschaft geholfen, aber man hat keinen, also hat keinen richtigen Ersatz geschafft. Es hat der Wirtschaft nicht geholfen. Also der Wirtschaft helfen weder Lohnkürzungen noch Lockerung des Arbeitsschutzes. Das hat uns hier ganz klar der Vorsitzende des griechischen Industriellenverbandes erklärt. Der hat gesagt, dass für die griechische Industrie die Lohnkosten kein erheblicher Kostenfaktor sind. Aber der Binnenmarkt ist das Problem dann, dass der zusammenbricht dann. Genau. Und durch diese Kürzungen bricht der Binnenmarkt ein. Diese Kürzungen, die verschärfen die Krise. Griechenland hat ja sowieso schon, soweit ich weiß, einen niedrigen, im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, niedrigen Mindestlohn gehabt. Und die Arbeitgeber haben sich da, glaube ich, waren sogar solidarisch mit den Arbeitnehmern und haben gesagt, der Mindestlohn darf nicht gesenkt werden. Man hat es trotzdem getan. Ja, weil sie wissen, man will die griechische Wirtschaft völlig umgestalten. Man wird aus Griechenland ein Billiglohnland machen. Also der IWF, sagt uns immer, dass so, nehmt euch ein Beispiel an Bulgarien. Die Bulgarien sind viel niedriger. Also nehmt euch ein Beispiel dran. Nur wenn das so einfach wäre, dass man durch Lohnsenkungen die Wirtschaft angekurbelt wird, dann wäre Bulgarien halt mit seinen niedrigen Löhnen ein Wirtschaftswunderland. Ist aber nicht. Bulgarien ist, glaube ich, das ärmste Mitgliedsland der EU, auch wenn sie fantastische Haushaltsdaten aufweisen. Genau, die haben gute Haushaltsdaten, aber schlechte Wirtschaftsdaten. Und deswegen kann Bulgarien eben kein Beispiel sein. Und Portugal, da sind die Löhne niedriger, aber ich weiß nicht, wie die Lebenshaltungskosten aussehen. Ja, aber Portugal macht auch keine wirtschaftlichen Fortschritte. Es ist also, die Lohnkürzungen waren niemals, nie in der Geschichte und in keinem Land der Erde waren Lohnkürzungen ein Instrument des Wachstums. Niemals. Das heißt eher moderate Lohnsteigerungen, die Wirtschaft nicht überfordern. Genau. Das sieht man sogar in China, wo die chinesische Wirtschaftspolitik Lohnsteigerungen beinhaltet. Weil die Chinesen, die wissen, also durch Billiglohn kriegt man kein Wachstum. Ja, in China hat man große Ersparnisse gesammelt, aber man hat den Binnenmarkt vernachlässigt, ja, das stimmt. Ja, aber die tun was jetzt in dieser Richtung. Und deswegen ist China ja auch so gut aus der internationalen Wirtschaftskrise herausgekommen. Weil sie unheimlich viel Geld in den Binnenmarkt gesteckt haben. Ja. Und die Wirtschaftskrise abzuwenden, das haben sie auch geschafft. Mit leichten Verlusten, aber geschafft. Und genau dasselbe macht Brasilien auch. Die Türkei, die das nicht macht, die ist jetzt in Gefahr. Die Türkei, die ja ein Land mit einem sehr starken Wachstum war und immer noch eine Niedriglohnpolitik betreibt, trotz der Krise, die ist jetzt in Gefahr. Die ist jetzt in Gefahr, eine Wirtschaftskrise, eine Rezession zu erleben.
wenn Griechenland ja kein Spielraum hat, Sozialkürzung zu betreiben, ohne noch mehr Leid, noch mehr Hunger, noch mehr Leute, die immer Medikamente nicht kaufen können, zu verursachen. Und wenn Griechenland, wenn sie keinen Spielraum hat, ja, sozialverträglich zu privatisieren, was hilft dann Griechenland? Weil Sie haben die Medikamente erwähnt. Und die Pharmaindustrie in Griechenland ist einer der wichtigsten Industriesektoren. Mit und kann den griechischen Markt mit etwa 75% des Bedarfs an Medikamenten versorgen. Dieser Industriezweig, der wird abgewürgt, weil man eben die medizinische Versorgung der Menschen verringert. Sie meinen, Sie sehen, wenn man den Menschen die nötigen Medikamente vorenthält, dann sterben die Menschen erstens, aber auch die einheimische Pharmaindustrie geht kaputt. Obwohl die ein Wachstumsmotor sein könnte. Ja, eben. Dann scheint es mir, dass das, was hilft, ist eine gerechte Schuldenreduzierung oder Streckung von Tilgungsleistungen und Ankurbelung der Wirtschaft. Also ein gerechter Staatsbankrott, der auch die Gläubiger nicht über den Tisch zieht. Das Modell, also das Erfolgsmodell, ist das Modell der Bundesrepublik nach dem Krieg. Es sind zwei Sachen passiert. Erstens eine Schuldenminderung von 53%. Zweitens ein Moratorium der Schuldenbedienung mit einer Wachstumsklausel. Also ich fange an, meine Schulden zu bedienen, sobald ich Wachstum habe. Und dazu kam das Leistungsausgleichsgesetz. Das heißt, alle Deutschen, die ein Vermögen von über 120.000 Mark hatten, D-Mark hatten damals. Damals waren 120.000 D-Mark sehr viel Geld, 1948. Alle, die ein Vermögen von über 120.000 D-Mark hatten, mussten 50% ihres Vermögens abgeben, zahlbar in 30 Jahren. Dadurch wurde Deutschland wieder aufgebaut. Durch diese beiden Maßnahmen, die Schuldenkürzung, die Schuldenstreichung und die große Besteuerung von Vermögen. Denn in Krisenzeiten, in solchen Krisenzeiten, denn Griechenland erlebt die größte Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die ist größer, also die Krise in Griechenland ist größer als die Krise 1929. In solchen Situationen muss man ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Und? Ohne ungewöhnliche Maßnahmen kann man Krisen nicht meistern. Man sollte sich daran erinnern, dass die US-Krise durch die Versiebenfachung der Höhe der Staatsausgaben geschah in den USA. Also der Staatshaushalt, der US-amerikanische Staatshaushalt wurde 7-mal größer, um die Krise zu meistern. Naja, wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Aber das ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und das kann nur über Belastung des Reichtums finanziert werden. Anders nicht. Irgendwoher müssen die Mittel kommen. Ja. Und dass die Gläubiger auf einen bestimmten Prozentsatz verzichten müssen. Ja, sonst kriegen sie gar nichts. Es geht nicht anders. Also ein souveräner Staatsbankrott, wie viele andere Staaten es auch schon gemacht haben. Ja. Man muss eine europäische Konferenz einberufen, die aber
die europäische öffentliche Schuld als Gesamtes betrachtet. Weil Griechenland ist ja das höchstverschuldete Land in der Europäischen Union, aber Italien und Portugal sind nicht minder verschuldet. Es gibt ein großes Schuldenproblem, ein großes Problem der öffentlichen Schuld in Europa. Und das muss man als europäisches Problem anpacken. Sonst geht es nicht. Es könnte nur passieren, wenn man alle Schulden in einen Topf tut, dass wir dann alle Staaten auf einmal in einem Staateninsolvenzverfahren haben, wo dann alle Staaten ähnliche Privatisierungsanforderungen gestellt bekommen von der Troika. Wie jetzt Griechenland oder noch mehr. Ja, das ist ein gewisses Risiko. Was soll denn die Privatisierung dabei bringen? Was soll das? Wozu? Im Gegenteil, öffentliches Eigentum ist ein Instrument des Wachstums. Durch Verkauf kommt kein Wachstum. Das heißt, wenn man jetzt die teilweise Entschuldung aller Staaten der EU angeht, dann soll das in einer Art und Weise passieren, die nicht den Verkauf bringt, sondern einen gerechten Ausgleich. Genau. Damit die Staaten alle wieder handlungsfähig werden. Genau. Da müssen halt die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Und das kann auch, es gibt Instrumente inzwischen, mit denen das machen kann, ohne dass die Banken, dass der Bankensektor in Gefahr gerät. Das kann man. Das dürfte aber mit den ESM und zumindest die Staaten, die dazu ein passendes Begleitgesetz haben, die sind Staateninsolvenzverfahren für diesen Fall zwingen, statt einen souveränen Staatsbankrott zu machen, geht das nicht. Das heißt, würde heißen, ESM-Recht nicht beachten oder ESM zu kündigen, ja. um das machen zu können. Beziehungsweise zu sagen, anderes Recht ist vorrangig gegenüber ESM oder ESM kündigen. Anders sehe ich da die Perspektive nicht. Also wir meinen, also von der Linken, wir meinen, was Griechenland betrifft, dass die griechische Verfassung und die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung vor jeder Schuld gehen. Vorrangig sind. Also die Souveränität und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung. Wir dürfen nicht die Gläubiger vor den Kranken stellen. Das geht nicht. Wir dürfen nicht die Gläubiger vor den Schulkindern stehen. Das geht nicht. Setzen. Das geht nicht. Und das werden wir auch nicht machen. Das heißt, es gibt bestimmte Grenzen. Das darf man nicht hergeben. Dafür muss der Staat noch genug Geld haben. Und über den Rest kann man praktisch verhandeln und muss einen fairen Kompromiss finden. Genau. Anders geht's nicht. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Bitteschön. Bitteschön. Und nun kommt etwas Musik und danach werde ich noch das zweite Interview ansagen. Tschüss. Hier ist die Sendung Macht, der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 3. Oktober 2013, am Tag der Deutschen Einheit. Sie werden gleich ein Interview hören, das ich aus Termingründen vorab aufgenommen habe, mit Herrn Dr. Klaus Blessing. Herr Dr. Blessing ist Autor des Buches Die Schulden des Westens. Was hat die DDR zum Wohlstand der BRD beigetragen? Da geht es darum, einmal um die Treuhandanstalt, wie erhebliche Beträge von staatlichen Vermögen der DDR in sehr kurzer Zeit privatisiert worden sind und deutlich weniger erzielt worden ist, als das, was der erste Vorsitzende der Treuhandanstalt, Herr Rohwedder, selbst geschätzt hatte, was das Vermögen bei der Privatisierung einbringen würde. Und es geht auch um weitere Vorteile, die die BRD laut Herrn Dr. Blessing von der DDR wirtschaftlich gehabt hat.
Und es geht in seinem Buch darum, etwas dagegen zu setzen, dass häufig hier in Westdeutschland gesagt wird, nach der Wiedervereinigung der DDR hätte uns nur im Westen Geld gekostet. Und er setzt da einige Statistiken dagegen. Die nächste Sendung bei Macht um Menschenrechte, die nächste Sendung wird am 17. Oktober sein, werden sich auch wieder mit Thema Treuhandanstalt beschäftigen in Deutschland. Und wir suchen auch noch Interviewpartner, wie es mit Treuhandanstalten in anderen Staaten gelaufen ist. Es gab ja Treuhandanstalten, wenngleich das deutsche Beispiel vielleicht von seiner Größe her wesentlich größeren Umfang hatte als in den meisten anderen Staaten, gab es Treuhandanstalten in einigen ehemaligen Ostblockstaaten. Und wir werden auch noch weitere, die deutsche Treuhandanstalt noch aus weiteren Blickwinkeln uns anschauen. Aber nun erstmal das Interview mit Herrn Dr. Blessing. Und ich möchte mich jetzt für ihn für heute verabschieden. Wir hören uns wieder am 17. Oktober 2013, Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Am 17. Oktober 2013, wie immer um 19 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und nun kommt das Interview mit Herrn Dr. Blessing. Und nun kommt das Interview mit Herrn Dr. Klaus Blessing zur Treuhandanstalt in Deutschland für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 3. Oktober 2013, passend zum Tag der Deutschen Einheit. Guten Tag, Herr Dr. Blessing. Guten Tag. Sie haben sich mit Ihrem Buch Die Schulden des Westens mit der Treuhandanstalt beschäftigt. Worum geht es dabei? Naja, das stimmt schon nicht ganz. Ich habe die Treuhandanstalt ist in dem Buch Die Schulden des Westens eine Komponente, eine Facette. Die Schulden des Westens, wie der Titel eigentlich schon aussagt, und es gibt ja noch den Untertitel, was hat die DDR zum Wohlstand der BRD beigetragen, stellt eigentlich die Gesamtprobleme der Ost-West-Beziehung, der ökonomischen Ost-West-Beziehung dar und stellt sie, wie man so sagt, vom Kopf auf die Füße. Also es geht da drinnen nicht, und ich sage mal, gar nicht unbedingt vorrangig, sondern nur um die Treuhand. Da geht es ja auch zum Beispiel um subventionierte Exporte der DDR und die BRD, soweit ich mich entsinne. Ja, dann würde ich mal den Versuch machen, die Diktion des Buches ein kleines bisschen darzustellen. Ja, es ist ja so, dass den Menschen seit langem infiltriert wird, dass der Westen den Osten, ich sag mal, durchschleppt, durchfüttert, durchfinanziert, insbesondere nach der Wende. Mein Anliegen war, wie ich gesagt habe, die Probleme vom Kopf auf die Füße zu stellen und darzustellen, wie waren denn die Gesamtbeziehungen seit 1949 zwischen Ost und West und auch natürlich nach der Wende. Und da kommen wir natürlich zu völlig anderen Ergebnissen. Das Buch hat ja sogar Berechnungen da drin, über die kann man sich natürlich immer streiten und unterhalten. Aber es weist ziemlich eindeutig nach, dass der Osten Deutschlands, also bitteschön über 40 Jahre die DDR, wesentliche Leistungen für die Bundesrepublik Deutschland gemacht hat und nicht umgekehrt. Und selbst die nach 1990 fließenden Transferleistungen sind nur ein Teil dessen, was vorher sozusagen durch den Osten geleistet wurde. Ich nenne also bloß mal ein paar Stichworte. Reparationsleistung für Gesamtdeutschland. Offene Grenzen und Abwanderung, aus welchen Gründen auch immer, von fast 3 Millionen Menschen. Embargo-Politik, Handelsbeschränkung und dann zum Schluss ja in der Wendezeit, also wie ich formuliere, der Art des Volkseigentums der DDR. Also das sind Summen, die ich so beziffert habe. Die Berechnung kann man nachprüfen, man kann auch darüber natürlich streiten. Der Osten ungefähr Verluste von 3 bis 3,5 Billionen D-Mark und der Westen ungefähr Vorteile in gleicher Größenordnung. Was macht denn so die größten Anteile aus bei diesen geschätzten 3 Billionen D-Mark? Vorteile für den Westen oder Nachteile für den Osten? Was sind so betragsmäßig die größten Anteile daran?
Na, denn selbst westdeutsche Politiker und Ökonomen haben schon in der Wendezeit berechnet, was alleine die Reparationsleistungen, die der Osten zu tragen hat, ausgemacht haben. Das war damals im Jahr 1989 berechnet, rund 789 Milliarden D-Mark. Wenn man es auf aktuelle Zinssätze und Preise hochrechnet, dann kommen wir auf 1,3 Billionen. So, und der Hauptposten dann war natürlich in der Wendezeit, aber darüber wird wohl noch zu reden sein, ein bisschen deutlicher, der Transfer, ich formuliere es mal so vorsichtig zunächst, des Volkseigentums zur DDR in private Hände. Das macht nicht alleine das Treuhandvermögen aus, was mit immer bekannterweise mit rund 600 Millionen beziffert wird, sondern das gesamte Volksvermögen der DDR war natürlich viel höher. Und das liegt in nach übereinstimmenden ökonomischen Berechnungen zwischen 1,5 und 2 Billionen im D-Mark. Also das sind zwei Hauptposten, aber es ist nicht zu unterschätzen, dass natürlich die Abwanderung der Menschen sowohl vor der Wende als auch nach der Wende, sind ja ungefähr gleiche Zahlen, fast 3 Millionen Menschen, einerseits damals der DDR viel Leistung gekostet hat und andererseits in der Bundesrepublik Deutschland viel Leistung gebracht hat. Also nach meinen Berechnungen sind die Leistungen ausgedrückt im Bruttoinlandsprodukt für die BRD ungefähr auch 1 Billion D-Mark plus gewesen. Also so summiert sich eins zum anderen und ich komme in der Gesamtrechnung beide Seiten zusammengenommen auf rund 7 Billionen. Mhm. Moment. Die Treuhandanstalt, Sie zitieren, soweit ich mich entsinne, Herrn Dr. Rohwedder, er hatte von 600 Milliarden D-Mark gesprochen. Was das Vermögen wert gewesen sei, für welches die Treuhandanstalt zuständig gewesen ist. Soweit ich mich entsinne, schreiben Sie in die Schulden des Westens, dass das zu einem Verlust von 256 Milliarden D-Mark geführt hat, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, das stimmt. Gut, das ist nicht von mir geschrieben, das ist die Abschlussbilanz der Treuhand, die ist ziemlich unstrittig, dass ein Vermögen von ungefähr 600, das stimmt, Milliarden übernommen hat und mit einem Verlust von ungefähr 230 Milliarden abgeschlossen hat, 250 Milliarden. Das ist unstrittig, aber ich betone mal ausdrücklich, das ist nur das Vermögen, was die Treuhand verwaltet hat. Hinzu kommen ja noch ganz andere Vermögenswerte, Grund und Boden, Wohnungsfonds, Sondervermögen von Bahn, Post, Armee und so weiter, sodass das gesamte Vermögen der DDR wesentlich höher war. Und das heißt, die Privatisierung von den anderen, die Sie genannt haben, ist das da auch Ihres Erachtens deutlich unter Wert privatisiert worden? Ja, das ist man muss dazu erstmal Folgendes sagen. Es ist natürlich ein generelles politisches Problem, dass ein Volksvermögen durch den Beitritt der DDR vollständig privatisiert wird. Das ist auch das, was die ostdeutschen Menschen bis heute an vielen Stellen nicht ganz begreifen und verdauen. Wo früher also Wälder, Seen und anderes Volkseigen war, ist es also jetzt privat. Also dieser Transfer des von der Bevölkerung der DDR erarbeiteten Vermögens, Größenordnung habe ich genannt, in überwiegend westdeutsche Privattaschen, die Statistiken sagen, also es ist zu 85%, in westdeutsche Privattaschen gegangen, das ist ein in der Geschichte wohl ziemlich einmaliger Vorgang, das Volksvermögen auf derartigem Wege privatisiert wird. Und dabei spielten eigentlich zwei Komponenten eine entscheidende Rolle. Man soll das nicht nur auf, sozusagen mit der Tätigkeit der Treuhand sehen. Das erste entscheidende ökonomische Faktum war die Währungsunion. Mit der Währungsunion wurden also die Betriebe der DDR schlagartig mit dem Weltmarkt konfrontiert. Spitzenpolitiker der BRD sagen auch, das war ein Aufwertungsruck von ungefähr auf das Dreifache, sodass mit dieser Aufwertung der Produkte, die
DDR-Betriebe nicht mehr konkurrenzfähig waren, auch im Osten nicht. Die stellten sich schnell um mit der Ruin der Volkswirtschaft eingeleitet wurde. Und die Treuhand hat dann verwaltungstechnisch die entsprechende Hilfe dabei geleistet. Das stimmt, ja. Die Sparvermögen der DDR-Bürger sind doch dann auch mehr wert geworden durch den günstigen Wechselkurs. Also für Sparer. Die Sparer sind nicht mehr wert geworden, im Gegenteil. Ein Teil des Sparvermögens wurde im Verhältnis 1:1 umgestellt, wobei man wissen muss, dass die Kaufkraft der Mark der DDR und die Kaufkraft der D-Mark auf dem Binnenmarkt auch ungefähr 1:1 war. Und ein großer Teil der Sparvorhaben ab einer bestimmten Grenze, da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wurde 2:1 abgewertet. Die sind nicht aufgewertet worden. Ich meine, aufgewertet sind sie in dem Sinne, das war ja ein Trieb für die gesamte Einheitsproblematik, dass nun die D-Mark in der DDR Einzug hielt und damit, jawohl, eine Freizügigkeit im Geldverkehr gegeben war. Das ist unstrittig. Das war ja auch das große Ziel vieler Menschen. Aber eine ökonomische Aufwertung in dem Sinne war das nicht. Was mir noch wichtig ist zur Wirtschaft der DDR. Sie schreiben, dass die DDR eine niedrige Staatsverschuldung hatte. Ja. Das trotz der Reparationslasten. Das ist sehr erstaunlich. Ja, zu der Staatsverschuldung müsste man ein bisschen mehr sagen. Also es gibt eine Staatsverschuldung nach außen, im Außenhandel oder Guthaben, und einen nach innen, also im Staatshaushalt. Zu den beiden Vorbemerkungen. Die Staatsverschuldung nach außen wurde zum Endzeiten der DDR und später auch immer wieder gebraucht aufgrund eines Papiers, das schon den legendären Namen Schürer-Papier hat, mit 49,9 Milliarden Valutamark beziffert in kapitalistischen Ländern. Das ist erheblich. Und in diesem Papier stand auch tatsächlich drin, dass das so nicht weitergehen kann. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Die Wahrheit hat dann nach langen Recherchen die Deutsche Bundesbank in einem Abschlussbericht im Jahr 1999 vorgelegt. Und da ist die Staatsverschuldung, die Auslandsverschuldung nicht mehr 49,9, sondern 19,9 Milliarden Valutamark. Die Ursache besteht darin, dass in dem hochgejubelten und immer wieder zitierten Schürer-Bericht nur die Verschuldung des Staates dargelegt wurde, aber die Guthaben in anderen Bereichen, insbesondere in dem Bereich von Alexander Schalk mit dem Namen kommerzielle Koordinierung, nicht enthalten waren. Das heißt, die Staatsverschuldung nach außen war wesentlich geringer, als sie dargestellt wurde. Und wenn man es ganz genau im Lichte neuer Erkenntnisse betrachtet, hatte die DDR im Ausland überhaupt keine Schulden, weil sie in sozialistischen Ländern genauso viel Guthaben hatte, wie sie in den kapitalistischen Schulden. Nach innen, Staatsverschuldung der DDR, beziehe ich mich mal auf ein Zitat von Theo Weigel, was er im Bundestag gebracht hat, und das ging ungefähr so, aus dem Kopf zitiert, die DDR hatte keine großen Schulden, er hat sie, glaube ich, mit 13% beziffert, des Bruttoinlandsproduktes, was auch stimmt. Denn die DDR konnte gar keine Verschuldung in dem Maße haben, wie sie heute üblich ist, weil die Finanzquellen, Währungsfonds, Weltbank und so weiter, dafür überhaupt nicht zur Verfügung standen. Das heißt also, die Verschuldung der DDR war sowohl nach innen als nach außen wesentlich geringer, als sie eigentlich immer interpretiert wurde. Sie haben auch eine Statistik in die Schulden des Westens, wo die DDR von ihrer Wirtschaftsleistung damals, ich glaube, es war wenige Jahre vor der Wiedervereinigung, noch vor Griechenland war. Ja, ich habe eine Statistik, die ausdrückt, wo stand die DDR im internationalen Vergleich in der Pro-Kopf-Bruttoproduktion, ne? Was man ja so im Allgemeinen als Ausdruck der Leistungsfähigkeit ansieht. Da gibt sich Folgendes. Natürlich hatte die DDR Produktivitätsrückstand gegenüber der Bundesrepublik. Den kann man zum Abschluss so auf ungefähr 50% beziffern. Aber die DDR fand sich durchaus in einer Reihe von Ländern wie beispielsweise Großbritannien, das ist ja auch interessant,
Ich habe noch neulich gehört, dass Großbritannien nur eine ganz schlechte Wirtschaft hätte. Und stand weit für solchen Ländern, ja, wie Spanien, Portugal, Griechenland und so weiter. Das ist eindeutig belegbar. Und die Legende, die man immer so darstellt, dass die DDR mit zu den führenden Industrieländern gehörte, ist keine Legende. Ob sie nur 10. Platz war oder vielleicht 12. oder 15. Oder gut, darüber kann man sicher streiten. Die DDR war schon eine Wirtschaftsmacht, die den Vergleich mit solchen Ländern, wie Sie sagen, jawohl, Griechenland, Portugal, Spanien und ähnlich auf keinen Fall scheuen brauchte. Ich würde gerne auf bezüglich der Schulden des Westens würde ich gerne eine Sache hinterfragen. Mit 3 Millionen Einwohnern, die abgewandert sind, stelle ich mir die Frage, ob man da nicht möglicherweise die Verursachung eher geteilt sehen müsste. Westliche Propaganda für Abwanderung, Leute, die als Symbol die Berliner Mauer, wo ja auch, und die DDR-Grenze, wo ja auch Menschen erschossen worden sind, sehen und sich unterdrückt fühlen und ausgewandert sind. Das meine ich, kann man nicht allein im Westen zuschreiben. Ich habe heute gesagt, wir können darüber reden natürlich, unbeschadet erstmal der Ursachen, wobei, also bis 61 wurde ja an der Grenze nicht geschossen, da war die Grenze hier offen. Und um den Zeitpunkt geht es ja hauptsächlich erstmal. Ich streite überhaupt nicht ab, dass für die Gründe des Auswandern, Abwandern, natürlich auch die Unzufriedenheit einmal mit der Wirtschaftslage und sicher auch mit politischen Situationen in der DDR eine Rolle gespielt haben. Das ist überhaupt unstrittig, also was der Streit ist, das war ja albern. Die Ursache, dass natürlich im Jahr 1961 die Bundesrepublik ein wesentlich höheres wirtschaftliches Niveau als die DDR hatte, na, die liegen auf der Hand. Auf der einen Seite Marshallplan und auf der anderen Seite Reparationsleistung. Aber das lassen wir mal beiseite, wenn wir wollen. Jawohl, da sind viele Menschen freiwillig rübergegangen, weil sie, ja, sagen wir mal, für deutsche Schnauze verleiten. Ja. Das streite ich überhaupt nicht ab. Aber die ökonomische Wirkung war natürlich die, die ich dargelegt habe. Hier Verlust von Kräften in einer Zeit, wo sie dringend gebraucht wurden. Wir haben ja auch in der Bundesrepublik damals noch keine hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Die wurden schon dringend gebraucht und andererseits Zufluss von Kräften. Darum geht's von der ökonomischen Seite her. Dann würde ich gerne nochmal genau die Treuhandanstalt beleuchten. Ja, wie kann aus einem so großen Vermögen von 600 Milliarden D-Mark ein so großer Verlust geworden sein? Wo sehen Sie da die Hauptursachen? Na, ich weiß nicht, haben Sie sich schon mal ein bisschen näher mit der Arbeitsweise der Treuhand befasst? Ich sage nochmal, das ist für mich ja nur ein Problem. Es gibt ja eine Flut von Literatur, sage ich mal, die das Innenleben und die Arbeitsweise der Treuhand darstellt. Ich will jetzt keine Buchpropaganda für andere machen, aber auch aktuell sind da ein paar Bücher auf dem Markt, die hochinteressant sind. Wo liegen die Ursachen? Die Ursachen liegen eigentlich in zweierlei. Einmal unter der Devise, es ist unbedingt zu privatisieren, oder Beuel hat geprägt, privatisieren ist die beste Sanierung, wurde das Vermögen der Betriebe auf Teufel komm raus privatisiert. Teilweise auch für die sprichwörtlich eine D-Mark, die da bezahlt wurde, symbolisch. Da gibt es Storys über Storys, wie mit diesem Vermögen umgegangen wurde. Die andere Seite ist natürlich, dass die Treuhand mit dem Geld ausgeben sehr großzügig war. Damit meine ich noch nicht einmal nur die Bezahlung der Treuhandmitarbeiter und der Berater und was es dort alles gab, sondern insbesondere auch, der Titel ist Anschubfinanzierung. Es wurden anderen Konzernen oder auch Inhaber der Konzerne Millionen und Milliarden gegeben, um ein Unternehmen wieder flott zu machen. Ich sage mal Stichworte Carl Zeiss Jena oder die Werften in Ostdeutschland. Naja, und das Geld verschwand aber nicht dort, wo es hingehören sollte, sondern in ganz anderen Kanälen. Also da gibt es Legenden von Ausarbeitung, das ist auch, sage ich mal, gar nicht so mein Spezialgebiet, weil ich versuche, die größeren volkswirtschaftlichen Dimensionen herauszuarbeiten. Aber auf Ihre Frage, die Ursachen sind zweigeteilt. Einmal Verschleudern von Eigentum unter dem Druck, wir müssen so schnell wie möglich privatisieren, und zweitens Verausgabung von horrenden Mitteln, um diesen Prozess zu stützen.
Ich könnte mir vorstellen, also was ich, wenn man etwas privatisiert, wo man denkt, das hat doch einen erheblichen Wert, dass man normalerweise es versteigern würde. Ja, das war ja nicht gefragt. Das war ja nicht gefragt. Also ich sag nochmal, wenn Sie sich mal ein bisschen näher damit befassen, da gibt es Beispiele, also eins, was legendär ist, was ich hier auch nicht allzu neu breittreten, ist der Wärmeanlagenbau Berlin, ein Kombinat, was also wie der Name schon sagt, Anlagen für Wärmetechnik hergestellt hat. Da taucht schon als Musterbeispiel ein Herr Rottmann auf von einer bankrotten Firma, der das Unternehmen für ein Appel und ein Ei bekommt, obwohl dort auf Konten Millionen lagen, obwohl Grund und Boden in Größenordnung vorlag, und dann verschwindet der Mann in der Karibik. Ich glaube, später haben sie wohl irgendwann mal gefasst. Also da gibt es Beispiele über Beispiele, aber ich will mich nicht an den Beispielen hochziehen. Das Gesamtsystem war darauf ausgerichtet, innerhalb kürzester Zeit diesen Privatisierungsprozess durchzuziehen, und alle Treuhandmanager, das ist ja das Erstaunliche dabei, wurden von irgendwelchen Haftungsrisiken freigestellt. Das heißt, dort konnte per Gesetz niemand belangt werden, wenn er ja leichtfertig oder irgendwie diese Privatisierung durchgeführt hat. Und da sind natürlich ja einige, naja, Typen wirksam geworden, die sich das Vermögen angeeignet haben, die also keine redliche Wirtschaftspolitik machen wollten, sondern sich bereichern wollten. Das ist belegt zu vielen, vielen Fällen. Das erinnert mich, unsere Haftungsfreistellung erinnert mich mehr an IWF als an Beamte. Ja, wer da Beispiel war, weiß ich nicht, aber es war so, ja. Soweit ich mich erinnere, ist die Treuhandanstalt Ende 1994 als solche beendet worden und dann in eine neue Organisationsform überführt worden. Ich frage mich, ob es da einen Stichtag gab oder ob man gesagt hat, innerhalb von so und so vielen Jahren will man das geschafft haben. Kann ich jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen, auf Stichtag, ja, sie ist überführt worden in die sogenannte BVSF, die den Rest, der dann noch zu privatisieren war, der bezog sich insbesondere, also Rest in Anführungsstrichen, auf Grund und Boden, Wälder, Seen und so weiter fortführen sollte. Ich glaube, ganz ist der Prozess bis heute noch nicht unbedingt abgeschlossen, denn um Wälder und insbesondere Seen und so weiter gibt es ja auch in der Gegenwart noch genügend Streitfälle. Aber das kann ich nicht im Einzelnen nachvollziehen jetzt. Ich glaube, diese Treuhand ist auch heute noch Vermieterin. Vom Bekannten haben wir gehört, dass Treuhand auch heute noch Grundstücke vermietet oder Nachfolgeorganisationen. Die Nachfolgeorganisationen sind ja möglich, ja. Grundstücke, ja. Grundstücke wird möglich sein, ja. Sie haben gesagt, dass die Profiteure der Privatisierung hauptsächlich in Westdeutschland zu finden sind. Das betrifft dann die Subventionen und vor allem die zu niedrigen Verkaufspreise bei der Treuhand. Ja, das betrifft auch die persönlichen Vermögen. Ich habe eine hochinteressante Veröffentlichung der Goethe-Universität Frankfurt dazu gefunden. Ich glaube, die ist auch in dem Büchlein drin. Dort kann man sehen, dass in den Jahren von 1987 bis 93, also in dem Zeitraum, wo sich diese Prozesse vollzogen haben, ein gewaltiger, ein sprunghafter Anstieg der Privatvermögen eingetreten ist, den es davor und danach nie mehr in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Moment, ich hab's kurz jetzt hier vor mir liegen. Also, nehmen wir nur mal die reinen Geldvermögen. Im Jahr 1988 betrugen die rund 3 Milliarden und im Jahr 1993 betrugen sie über 5 Milliarden, das D-Mark. Das sind Sprünge, die es davor und danach nie mehr gegeben hat, und jeder darf nur mal fragen, wo das wohl herkäme. Ja. Ich kann das natürlich nicht akribisch beweisen, aber das ist doch wohl mehr als ein Indiz, wo Volksvermögen der DDR hingegangen ist. Das ist mit Zinsen und Spekulationsgewinn und Unternehmensgewinn. Ja, sicher. Damals war ja die Spekulationsblase bei Weitem nur noch nicht so, wie die heute sich entwickelt. Das waren schon noch
greifliche und handfeste Werte und sogar das Immobilienvermögen ist hier auch ausgewiesen. Gut, das steigt von einer Billion auf rund 1,8 Billionen. Also das sind schon signifikante Größenordnungen, die nicht durch Zufall entstanden sind. Das kann man bestimmt einschätzen. Wir finden die Treuhandanstalt erwähnt, auch in Artikel 25 des Einigungsvertrags. Das heißt, es gab schon in der DDR ein Gesetz zur Schaffung der Treuhandanstalt. Ja. Und Sie schreiben, dass es da auch Druck aus Bonn gegeben habe. Was ist Ihnen dazu bekannt? Was war das für ein Druck? Gut, also erstmal muss man mal sachlich feststellen, jawohl. Es gab innerhalb eines guten Vierteljahres zwei Treuhandgesetze. Das erste Treuhandgesetz, was noch unter der Regierung Modrow verabschiedet wurde, stammt vom 1.3.1990. Und das zweite Treuhandgesetz, was dann unter der Regierung de Maizière zustande gekommen ist, stammt vom 17.6.1990. Zwischen beiden Gesetzen gibt es ein, ohne jetzt in einzelne Paragraphen zu gehen, gibt es einen gravierenden inhaltlichen Unterschied. Das Treuhandgesetz der Modrow-Regierung, übrigens zustande gekommen auf Empfehlung des Runden Tisches, hatte zum Ziel, das Volksvermögen der DDR weitgehend zu erhalten. Also es war die Rede von Ausgabe von Anteilsscheinen für die Bevölkerung. Ob das Beste ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber weitgehend zu erhalten und auch zu verhindern, wie dort argumentiert wurde, es in die Hände alter Seilschaften gehen zu lassen. Das war das erste Modrow-Gesetz. Und das zweite Treuhandgesetz, dann, wie gesagt, gut drei Monate später, hatte eine völlig andere Diktion, nämlich die Diktion, über die wir schon gesprochen haben, das Volksvermögen ist unbedingt zu privatisieren. Und in dieser kurzen Periode haben sich ja nur gewaltige politische Veränderungen vollzogen, also alleine mit dem Namen Modrow de Maizière. Es stehen ja hier zwei unterschiedliche Regierungen zur Debatte. Und das ist jetzt auch nicht eine Frage von Einzelbeispielen, sondern in dieser Zeit war natürlich die sogenannte Beratertätigkeit aus der Bundesrepublik für die neue Regierung de Maizière bereits in hohem Gange. Ich habe ein Zitat von Reinhard Höppner, der damals Vizepräsident der Volkskammer war und später ja dann Regierungschef in Sachsen-Anhalt. Der formuliert so, dass nicht mehr Berater, sondern Befehlshaber aus dem Westen in Ostberlin aufgetreten sind. Bei manchen Sitzungen, erklärt Höppner, entziehen westdeutsche Beamte dem Finanzminister der DDR, Walter Rombachberg, einfach das Wort. In anderen Stellen ist dargelegt, also wie gerade das Treuhandgesetz, das neue, das dann die Privatisierung beinhaltet, entstanden ist. Also hier ist nicht mehr Beratertätigkeit oder Einflusstätigkeit, sondern hier ist festzustellen, die neuen Gesetze wurden zu großen Teil bereits in der Bundesrepublik durchs Finanzministerium formuliert und der Volkskammer dann zur Entscheidung vorgelegt. Das ist nicht nur auf dem Gebiet, das ist auf anderen Gebieten auch, der Wirtschaft, wo natürlich dann die Konzernvertreter ihre Chance witterten und durch Lobbygruppen und so weiter kräftigen Einfluss genommen haben, um die richtigen Entscheidungen zu bekommen. Also Druck heißt nicht, dass da mal jemand zufällig mit jemandem gesprochen hat, sondern Druck heißt, dass tatsächlich die Linie in passend in diese politische Landschaft, die damals vorherrschte, vorgegeben wurde. Das im Treuhandgesetz steht ja auch was von sozialer Marktwirtschaft. Und das heißt ja nicht nur keine Kapitalismus ohne privaten Monopolkapitalismus, sondern es heißt ja auch sozial. Das scheint ja, obwohl es im Gesetz erwähnt ist, in den Hintergrund getreten zu sein in der Praxis der Treuhand. Ja gut, ich sag nochmal, ich wäre nicht dagegen, immer die Treuhand zu sagen, die alles dort verbockt hat. Die Treuhand war ein, bitteschön, durchaus wichtiges Rädchen oder Rad beim Rumdrehen der Besitzverhältnisse durch den Anschluss der DDR. Das ist unstrittig, aber sie war ein Rad. Also ich hatte über die Währungsunion gesprochen und natürlich musste durch den Beitritt und die Umstellung auf Marktwirtschaft das gesamte Wirtschaftssystem der DDR dann ja in das neue Gebilde eingepasst werden. So, die Auswirkungen waren verheerend, die sind ja nicht unbekannt. Nicht von
innerhalb eines Jahres Absturz der Industrieproduktion um zwei Drittel, ja, nicht auf zwei Drittel, um zwei Drittel Arbeitslose in Größenordnung. Also der soziale Aspekt ist, na, ich will nicht nur sagen, zu kurz gekommen, sondern die gesamte Entwicklung danach, sicher nicht nur durch die Frage Beitritt der DDR, aber die gesamte Entwicklung, die wir bis heute feststellen, ist ja, dass die sozialen Belange immer mehr zurücktreten. Also damit ist die Bevölkerung der DDR oder große Teile der Bevölkerung der DDR in einem System konfrontiert worden, das sie nicht kannte bisher. Haben Sie Zahlen dazu, wie sich das auf die Beschäftigung ausgewirkt hat? Ja. Ist nicht unbedingt auf die Treuhand allein bezogen, aber Die habe ich, wenn ich es im Kopf habe, die stehen auch hier drin, also sicher, wenn ich es im Kopf habe, ja, ist die Beschäftigung ungefähr, ich weiß es nicht, 1,9 oder was Millionen Menschen zurückgegangen. Das finden wir aber, ich habe nicht alle Zahlen im Kopf, das ist im Buch enthalten, der Rückgang der Beschäftigung, keine Frage. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in fast gleicher Dimension, plus der weiteren Auswanderung, die dann natürlich auch stattgefunden hat. Und da hören Sie mal, blättern wir ganz kurz. Dann können wir das vielleicht sogar finden. Ja, Wirtschaftsleistung, also von 1989 bis 1991. Rückgang der Wirtschaftsleistung um 44%, der Industrieproduktion um 65%, der Erwerbstätigen um 2,1 Millionen und Anstieg der Arbeitslosen um knapp 1 Million, also genau 830.000. Ist heute mit dargelegt, ja. Sie schreiben auch, dass die Privatisierung von DDR-Betrieben dazu genutzt wurde, ostdeutsche Konkurrenz auszuschalten. Da frage ich mich, ob das ein paar Einzelfälle sind oder ob das in großem Stil passiert ist. Na, wir müssen mal so einordnen. Ich meine, mit der Übernahme der DDR-Wirtschaft sind doch ein paar Ziele verfolgt worden. Die sind doch ziemlich eindeutig. Also einmal das Ziel, über das haben wir gesprochen, das Eigentum privatisieren. Punkt. So. Zweitens, es könnte doch in der Zeit für westdeutsche Konzerne überhaupt kein Interesse daran bestehen, nun durchaus auch konkurrenzfähige Unternehmen, ich nenne gleich mal ein paar, dann aus der DDR-Wirtschaft am Leben zu erhalten oder sogar zu fördern. Das war ja eine Zeit, wo bereits Wirtschaftskrise und Absatzprobleme sichtbar waren. Das heißt, es ging nicht darum, dass wir hier groß Produktion hochziehen, sondern es ging zum dritten darum, dass wir Absatzmärkte neu erschließen, was nach Bezifferung von westdeutschen Quellen immerhin ein Absatzvolumen von ungefähr 100 Milliarden D-Mark bewirkt hat im ehemaligen DDR-Gebiet. So, also natürlich, da braucht auch niemand darum rum, gab es in der DDR marode Betriebe, die nicht konkurrenzfähig waren und die so nicht konnten weiter bestehen. Das ist unstrittig, da braucht man nicht drum rumreden. So, es gab aber auch andere Betriebe, die durchaus konkurrenzfähig waren und auf dem Weltmarkt präsent waren. Also ich fange mal, ich komme ja aus einem bestimmten Wirtschaftsgebiet mit der Kali-Industrie der DDR an. Kali war Kanada, Sowjetunion, BRD. So, sofort mit Übernahme saßen im Aufsichtsrat der Kali-Industrie natürlich Kali und Salz. Und die hatten natürlich nicht das Interesse, dass die Kali-Produktion der ehemaligen DDR hochgezogen wird weiter, sondern dass sie runtergeht, um eigene Absatzmärkte zu haben. Oder wo die DDR durchaus was zu bieten hat im Werkzeugmaschinenbau, im Verarbeitungsmaschinenbau, in der Textilmaschinenbau und so weiter und so fort. Ja, Werkzeugmaschinenbau, fast alles dann letzten Endes platt gemacht. Und, das muss man auch dazu sagen, das ist ja auch interessant, die Hauptabsatzgebiete der DDR-Wirtschaft lagen natürlich im Osten, Osteuropa. Ja, und das kann man nachweisen, das ist ja auch in den Büchlein drin, wie dieser Absatz sich verlagert hat. Die ehemaligen DDR-Betriebe gegen Null und die westdeutschen Konkurrenzkonzerne also haben in fast dem vollen Umfang
das Absatzvolumen, was die DDR früher hatte, jetzt in ihren Bereich hineingenommen. Also das sind keine Einzelerscheinungen, das war System und ich sage mal aus Sicht der bundesdeutschen Konzerne durchaus ein verständliches System. Ich kann ja nicht mit meinen Konkurrenten nur noch weiter zielgerichtet am Leben erhalten, wenn ich selber Absatzprobleme habe. Mal angenommen, ausgehend von dem Ziel jetzt der Treuhandanstalt DDR-Vermögen, DDR-Betriebe zu privatisieren. Wie hätte man es machen können auf eine Weise, die mehr Rücksicht auf die DDR-Wirtschaft genommen hätte? Naja, die Frage ist natürlich hypothetisch jetzt 25 Jahre danach. Ne? Aber es gab ja, und ich sage mal, sie ist nicht nur hypothetisch, sie ist auch eigentlich nicht zielführend, weil ich bleibe dabei, man kann ja mit mir streiten, das Ziel der politischen und ökonomischen Eliten der Bundesrepublik nicht daran bestanden hat und auch nicht daran bestehen konnte, die DDR-Wirtschaft hochzupäppeln, sage ich mal. Über die Gründe haben wir gesprochen. Es gab ja durchaus Ideen, wie man es hätte anders machen können. Also es ist bekannt, dass der damalige Bundesbankpräsident sich strikt gegen die Währungsunion im Sinne also D-Mark gleich Mark der DDR einführen gewandt hat, weil er von vornherein gesagt hat, damit ist die Wirtschaft der DDR platt, das muss man stufenweise machen. Es gab Vorstellungen, ich glaube, die kamen damals sogar von der FDP, die Ostgebiete mit Steuervergünstigungen zu versehen, also keine Mehrwertsteuer oder eine geringere Mehrwertsteuer und ähnliches. Es gab Vorstellungen von Experten, sage ich mal, aber ich bleib dabei, die Vorstellungen passten überhaupt nicht in das politische Konzept und deshalb ist es auch müßig eigentlich, heute oder auch zu diskutieren darüber. Es gab ein schönes Buch mal noch, weiß nicht, nach 10 oder 15 Jahren Deutsche Einheit, das hatte den Titel Am Ziel vorbei. Ich habe dem Verlag geschrieben, der Titel ist falsch. Das heißt nicht Am Ziel vorbei, das heißt Mitten in Schwarze. Die Abwicklung der DDR-Wirtschaft, wie sie gemacht wurde, hatte eine politische Zielstellung, über die haben wir gesprochen, und die wurde durchgezogen. Ich würde gerne noch eine Frage ergänzen, sind auch sozial besonders wichtige Unternehmen privatisiert worden, wo es aus sozialen Gründen, jetzt abgesehen vom Erhalt des Volksvermögens und ob man sozialistisch oder kapitalistisches System will, sondern aber jetzt aus sozialen Gründen, was wo es wichtig gewesen wäre, die in öffentlicher Hand zu behalten? Naja, der hauptsoziale Grund wäre natürlich, den Menschen Arbeit zu geben. Das ist der hauptsoziale Grund. Überall. Die Arbeitslosigkeit des Ostens heute ist ja nur deshalb noch nicht überdimensional. Sie ist zwar höher, weil ja nur auch die Vielzahl der Menschen, die keine Arbeit gefunden haben, auch inzwischen ausgewandert ist. Also hier verweisen und verkreisen wir ganze Landstriche. Ne? So, naja, die Nichtprivatisierung sozial wichtiger Einrichtungen, na gut, das ist ja jetzt kein Thema, was man auf die Vergangenheit beziehen muss, sondern auf die Gegenwart. Ne? Das erleben wir, ich weiß nicht, Sie sind in Hamburg, ne? Also hier in Berlin ist das ja ein Spiel rauf und runter. Wasserbetriebe erst privatisieren, dann wieder zurückkaufen. Ich weiß nicht, was da unterm Strich rauskommen wird. Energieunternehmen und ähnliches. Das ist ein ganz aktuelles Thema, dass man sozial wichtige Einrichtungen nicht privatisieren sollte, weil natürlich privatisierte Unternehmen, das ist ihr gutes Recht und ihre Pflicht natürlich, zum Ziel haben, nicht die sozialen Leistungen durchzuführen, sondern Gewinn zu erwirtschaften. Das ist eine Philosophie, da unterscheiden wir uns vielleicht auch, aber das ist keine Vergangenheitsproblematik. Ich würde Sie gerne noch was fragen zu Ihrem neuen Buch. Sie haben ein Buch vor kurzem, habe ich herausgebracht, über unseren derzeitigen Bundespräsidenten. Ja, ja. Herrn Joachim Gauck, worum geht es dabei? Ja, im Telefoninterview so viel.
Okay. Es geht darum, in diesem Buch, ich sage die Wahrheit über ihn unter die Menschen zu bringen. Der Herr Gauck ist in einem unheimlichen Verklärungsprozess durch Politik und Medien auf das Amt gekommen, das er jetzt einnimmt. So, wir haben noch ein Jahr in Recherchen, ich weiß nicht, wenn wir das Buch in der Hand hatten, wir haben gesehen, dass es also ein Buch mit Dokumenten ist, und weil ich mich nicht auf dieses komplizierte Gebiet begeben kann mit Vermutungen und Unterstellungen, sondern es sind knallharte Dokumente und Fakten da drin, bewiesen, dass der Herr Präsident nicht so ist, wie das bisher von den Massenmedien und der Politik dargelegt wurde, sondern viel, viel Probleme beinhaltet. Also eins kann ich natürlich aussprechen, das ist in dem Buch ja auch dokumentiert, dass Herr Gauck, der ja bekannterweise jetzt Präsident, aber früher Vorsitzender oder Chef dieser berühmten Behörde war, immer behauptet hat, er hat mit den Organen der Staatssicherheit früher keinerlei Kontakte gehabt und schon gar nicht Vergünstigung. Und wir haben gefunden, dass es ein Urteil gibt, ein Urteil des Landgerichtes Rostock, das zulässt, dass der Herr als Begünstigter dieses Ministeriums bezeichnet werden darf. Das Urteil ist bis heute rechtskräftig. Aber das ist nur ein Aspekt. Es gibt auch andere weitere. Also Anliegen war, anhand bewiesener Tatsachen ein anderes Licht zu zeichnen. Wenn man sich weiter über Ihre Arbeit informieren will, Ihre Webseite findet man, glaube ich, unter Ihrem Namen? Ja, findet man ja. Unter einfach www.klaus-blessing.de. Da steht so ungefähr das alles drauf, ja, was wir bisher gemacht haben. Kann man machen. Kein Problem. Wenn Sie zu der letzten Problematik mit mir sprechen wollen, das machen wir, würden wir nicht am Telefon machen, ja? Dann kann man das auch gern tun. Ja, ich Da gibt es mehr zu sagen, ne? Ich denke auch, die Frage kam jetzt vielleicht etwas unvorbereitet. Ja, macht nichts, Ich habe es ja veröffentlicht und dazu stehe ich auch natürlich. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Ich wollte neben dem Thema Treuhand gerne auch aktuell sein und Ich habe kein, im Gegenteil, ich bin dankbar, weil es unser Anliegen natürlich ist, diese Aussagen, die wir getroffen haben, unter möglichst viele Menschen zu bringen. Gar keine Frage. Bloß wie gesagt, also größere Debatten darüber, die müsste man dann persönlich interviewen. Okay. Gibt auch da ein Interview, steht auch auf der Webseite. Das hat Herr Elsässer mit mir geführt. Zu der Thematik, zur letzten Thematik jetzt. Können Sie doch nicht abrufen. Okay. Vielen Dank für das Interview. Und ja, bedanke mich auch. Dankeschön.